Zuhören, sondern den Vögel. Wo ein Konzert nach dem anderen weggeburzelt ist, bin ich also schon schockiert gewesen. Ehrlich? Ja, obwohl ich an der Zeit gehabt habe. Paris klassische Komposition studiert und ist in Europa auch mit Jazz in Berührung gekommen. All das fließt jetzt in seine Tango-Musik ein. Piazzolla hat ja meistens im Quintett gespielt. Das Reizvolle für uns ist jetzt, das im Trio zu verteilen. Das kann zum Beispiel Gitti darf jetzt mal Klavier spielen und ich endlich mal geigen. Piazzolla selber hat selten eine Melodie zweimal gleich gespielt. Die Musik ist einerseits herausfordernd und andererseits zum Zusammenspielen. Tiefe Melancholie und die jazzig angehauchte Harmonik. Für mich ist Piazzolla pure Leidenschaft. Es gilt Take One! Nach einem kurzen Hoffen Ende Sommer
dass die Stille endlich mal ein bisschen durchbrochen wird. Hat wieder alles von vorne. Nein, warte, ich muss sagen, mit dem Konzert.